Hallo, mein Name ist Bernd Emd, ich bin Mitglied des Personalrates. Heute wollte ich euch über unsere heutige Personalratssitzung ein wenig berichten. Wir haben uns heute unter anderem über die Picker-Studie unterhalten. Da hat der Kollege vom Qualitätsmanagement uns einen Bericht zugegeben. Die Picker-Studie beschäftigt sich mit der Patientenzufriedenheit in den Krankenhäusern. Hierbei geht es unter anderem um die Zufriedenheit der Patienten mit dem Aufnahmeverfahren, dem Entlassungsverfahren, der Sauberkeit, des Essens, der Pflege allgemein und zum Beispiel über den Behandlungserfolg, was ja auch ganz wichtig ist. Hierbei hat das Uniklinikum Essen im Durchschnitt mit anderen Uniklinika etwas schlechter abgeschnitten. Des Weiteren haben wir uns unterhalten über die Parkraumbewirtschaftung. Da hat sich nach 2 Jahren Abstinenz das Gremium wieder getroffen. Hierbei ging es vor allem darum, dass die Wartezeiten auf einen Parkplatz extrem lang geworden sind. Allgemein auf einen Parkplatz auf durchschnittlich 7 Monate. Wenn man einen speziellen Parkplatz haben will, zum Beispiel im OZ2, sogar bis auf 4 oder 5 Jahre. Diese Situation wird sich wahrscheinlich erst entschärfen, wenn das neue Parkhaus neben der Verwaltung in Betrieb genommen wird, was wahrscheinlich erst Ende 2015 sein wird. Das war's. Bis dann. Viel Spaß noch.